Johannes für das Mikro. Vielen, vielen Dank. Ja, die Jury hat getagt, die Ergebnisse sind da und ich würde das Mikro ganz unkompliziert an die Jury weiterreichen. Wichtig ist, jedes Team, das gewinnt, darf sich da vorne auch dann ein Buch aussuchen und da vorne gibt es auch Preisgutscheine für Get Digital. So viel von mir, ich will gar nicht viel Worte verlieren und das Mikro an die Jury überreichen. Ja, das war jetzt eine ganz schwierige Geschichte. Zuallererst möchte ich mir mal herausnehmen zu sagen, wenn ich sehe, was die Jugendlichen hier für innovative Ideen entwickelt haben, da wird mir nicht bange um die Zukunft, zumindest der IT. Die Stadtverwaltung in Dresden mit drin auch gute IT-Leute. Soll mir zugestanden sein. Gut, ich komme jetzt zur Preisverleihung und zwar zu dem ersten Teil mit Code die Welt verbessern. Jetzt habe ich keinen Briefumschlag bekommen, das hätte ich ja machen können, der Winner ist und so weiter. Wir haben uns da relativ einstimmig bei diesem Projekt geeinigt in der Jury. Ich darf ein bisschen nachreden. Relativ eindeutig darauf geeinigt. Es ist das Projekt Blue Sky. Ich würde schon mal die Beteiligten bitten, dann nach vorn zu kommen. Das habt ihr sehr gut gemacht. Auch da mache ich wieder Schleichwerbung für die Stadt jetzt. Gerade die Verwaltung müssen sich ja beschäftigen mit dem Thema Umweltverschmutzung. Das Thema Feinstaub ist ja etwas, was uns alle betrifft, wo wir auch selber Einfluss nehmen können. Und wir sammeln die Daten in der Stadtverwaltung. Wir müssen auswerten, wir müssen sehen, wo besondere Ballungen sind. Wir müssen den Verkehrsstrom dann entsprechend steuern. Und die durch euch entwickelte Schwarmintelligenz, die wir dann von jedem Einzelnen noch mitnutzen könnten, wenn mal das Projekt dann weiterentwickelt wird, das können wir dann ganz analog bis aufs letzte Haus im Raum Dresden, im Raum der Stadt Dresden weiterverwenden und natürlich dann dort durch geschickte Kommunikation dafür sorgen, dass die Verschmutzung, die Feinstaubverschmutzung sich im Rahmen hält und wir vielleicht nie aus Steuergeldern irgendwelche Strafen zahlen müssen an die EU, weil wir die Grenzwerte überschreiten. Also nochmal eine ganz tolle Idee. Besonders hat mir gefallen eben halt die Nutzung der bis ins kleinste Glied der Gesellschaft hinein, was ihr euch da habt einfallen lassen und dann natürlich auch die Schlussfolgerung daraus. Die Daten, die dann mit verwendet werden können, ob das Geodaten sind, es steht ja auch unter dem Motto Nutzung von offenen Daten, dass, wenn das dann soweit ist, dann könnt ihr die natürlich auch mitnutzen. Also nochmal einen fremden Applaus. So viele Projekte und wir dachten, auf die Idee hätten wir aber auch mal selber kommen sollen. Warum gibt es das eigentlich noch nicht? Und man denkt sich ja immer dann wieder, jemand müsste das doch mal machen und toll, dass ihr es gemacht habt.
Und wir haben uns am Ende darauf geeinigt, dass wir Hack die Wartezeit prämieren möchten für diese wirklich tolle Idee. Einfach so eine komische Sache, dass es immer noch keine Pager in Arztpraxen gibt und das sollten wir unbedingt ändern. Deswegen möchten wir, dass ihr auf jeden Fall an eurer Idee weiterarbeitet und sie weiterentwickelt und auch bei den nächsten Hack-Events weiter daran bastelt. Dankeschön. Jedes Projekt irgendwo, auch nur wenn es ein paar Zeilen Code war, jeder hatte was. Deshalb haben wir uns dafür entschieden, den Preis danach zu geben, wer zum einen am meisten Code geschrieben hat und vor allen Dingen auch, wer den Code komplett eigenständig geschrieben hat. Das habe ich natürlich als jemand, der auch bei den Mentoren mit dabei war, ja auch ein bisschen mit begleitet. Und letztendlich hat dann bei uns das Projekt Watch My Pie gewonnen, die ich jetzt auch gerne auf die Bühne bitten möchte. So, ich darf zweimal. Wir kommen zur Kategorie Bestes Design. Das war eine sehr lange, schwierige Diskussion. Ich habe dann sozusagen als Gruppenältester mich entscheiden dürfen. Ich habe gedacht, ja, meine Zeit früher gedacht, wo wir hier stehen, waren früher Baracken. Da ich hier auch an der TU studiert habe, habe ich gedacht, so ein Ding, das hätte ich mir schon früher mal gewünscht als Student. Wo man dann aus dem Bett heraus die Kaffeemaschine einschalten kann. Internet auf Kaffee, auf Coffee, würde ich mal nach vorn bitten. Der Lego-Aufbau war super. Der Kaffeefilter war auch ganz toll. Edelstahltasse macht einen guten Eindruck, also war ganz toll, also das vom Design her war es relativ einfach, aber es war überzeugend, aus dem Grund haben wir uns dann auch in der Jury für euch als Beste in dieser Kategorie entschieden. Super Idee, weiterverfolgen mit Chibo oder was weiß ich reden und dann denke ich, ist die Zukunft gesichert. Ich lasse mir jetzt auch nicht nehmen, doch noch mal ein paar Worte zu verlieren. Ich selber halte mich jetzt noch nicht für so furchtbar alt, bin mir aber heute doch schon wirklich alt vorgekommen zum Teil, wenn ich gesehen habe, was ihr hier für Sachen gezaubert habt, was ihr für Begriffe im Mund genommen habt. Ich bin viel im Internet unterwegs, wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel manchmal.
Und trotzdem konnte ich mit ganz viel von dem, was ihr da so gezaubert habt, nichts anfangen. Ich war super beeindruckt. Ja, und der Preis für Nachhaltigkeit geht an den nachhaltigen Wochenplan. Kommt nach vorne. Ja, also, du stehst auf meinem Kabel hier. Auch die Diskussion um den Preis für Nachhaltigkeit war lang, verhältnismäßig, in unserem Zeitraum zumindest, in unserem Zeitrahmen, den wir hatten. Ihr habt euch was Cooles ausgedacht, so, das hat viel Potenzial, das Ganze weiter zu verfolgen, würde auf jeden Fall Sinn machen, das möchte ich euch ans Herz legen. Und ich mache es auch ganz kurz. Es ist der QR-Bon. Wochenende.
Und hier kommt auch noch ein kleines Blümchen. Guck mal an. Und für alle, die sich wundern, wer hier noch rumsteht und zum Team gehört und kein Alpaka, kein oranges Alpaka auf dem T-Shirt kleben hat, liegt daran, der hat kein T-Shirt. Das ist unser Roboter, steht da vorne in der Ecke, fährt rum, spricht, probiert mal aus, was er alles kann. Und er freut sich, wir freuen uns über Spenden, die in den Roboter geworfen werden. Das sind Spenden für das Mini-Kulturzentrum, wie wir das hier organisiert haben, als eine der Veranstalter. Genau. Und wenn Sie spenden möchten, wenn es Ihnen gefallen hat, vielen Dank. Genau, und jetzt sind wir eigentlich auch wirklich, wirklich am Ende. Ihr könnt euch, alle Teilnehmer können sich noch eine Teilnahmebestätigung vorne an der Akkreditierung abholen. Wer Hardware gebaut hat, und es gab wirklich viel Hardware. Wir treffen uns nochmal mit Daniel und Uwe hier vorne und gucken, was davon ihr mitnehmen könnt, was davon ihr vielleicht zurückgeben müsst. Wir schauen aber, dass so wenig wie möglich kaputt geht, weil die Projekte natürlich wahnsinnig toll sind. Und ich glaube, wir haben zwei USB-Sticks gefunden. Ja, genau. Wer also einen vermisst, kann auch noch zu uns kommen. Und dann sagen wir, vielen, vielen Dank, schön, dass ihr da wart.